Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Beim letzten Mal bin ich ja hier stehen geblieben, auf dem Weg zurück ins alte Lager. Ich muss noch was kurz erwähnen. Und zwar kann es sein, dass gleich eventuell ein kurzer WhatsApp-Telegram-was auch immer Sound kommt. Nee, eigentlich nur WhatsApp oder Telegram. Daher ich momentan wieder in Kommunikation mit Leuten stehe. Dann kommt noch dazu, dass ich eine kleine Pause gemacht habe, ganz kurz. Also nicht wundern, dass ja eventuell der ein oder andere Ruckler auftaucht. Ja, und dann kommt noch dazu, wir machen heute was ganz Verrücktes. Ich werde versuchen, die kleine Goblin-Höhle, die ich da hinten noch habe, oder Gnomenhöhle oder wie man sie nennen möchte, komplett zu befreien. Also sprich, dass da jetzt natürlich auch keiner mehr übrig bleibt. Danach gehe ich ins Sektenlager noch einmal, um mal zu gucken, was da noch ansteht. Und dann frage ich mal Diego, wie es ausschaut mit meinem Status hier im Lager. Huch. Gut, das ist neu. Out. Ich weiß jetzt gar nicht, woran das liegt. Okay. Einmal kurz raustappen. Ich glaube, ich habe nämlich nicht gespeichert. Im Fall der Fälle, es tut mir leid. Ich muss einmal kurz das Spiel neu starten. Es bringt nichts. Mich bringt kein Weg dran vorbei. Fängt ja wieder gut an schon mal, ne? Okay. Jetzt seht ihr gerade mein Desktop, was eigentlich nicht sein sollte. What the hell? What's going on? Okay. Hallo? Ah. Oh, nicht, dass ich irgendwas zu verstecken versuche. Keine Sorge. Aber dennoch, der Desktop ist eigentlich nicht das, was relevant ist. So. Okay, er startet wieder normal. Ich hoffe, ich habe den Speicherstand draußen gesetzt, sonst muss ich gleich wieder mit GoTo und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So. Spiel laden. Ja, ich habe gespeichert, das ist sehr schön. Ich war ein schlauer Mensch. Ist ja auch mal. Entschuldigung, Mahlzeit. Ist ja auch mal wieder schön. Gut, das war jetzt etwas weniger erfolgreich im Endeffekt dadurch, aber na, ihr wisst ja Bescheid, wo es lag.
So, dann mache ich erstmal Tego. Das ist nein, stopp, ich speichere vorher noch einmal. Kann schon sein. So. Kannst du mir was beibringen? Wie steht's? Genau. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Ich habe mit Whistler geredet. Du bist mit seinem Erz durchgebrannt, du gerissener Hund. Ich muss schon sagen, Mut hast du ja. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Kann schon sein. Immer wieder die Wahrscheinlich hast du recht. Okay. Mach's gut. So, dann möchte ich, dass es jetzt morgens ist, deswegen gehe ich einmal kurz nächtigen. Hat sich geändert. Seine Haut will ich trotzdem. So, ich hole mir noch mal wieder Suppen. Sie darf mir täglich 3 Suppen holen. Und wenn es schon die Möglichkeit gibt, nehme ich sie natürlich weiterhin in Anspruch. Du hast gesagt. Und das. So. Fingers. Ja, gut, da muss ich noch irgendetwas lernen, wahrscheinlich. Kirigo. Karim. Nerv mich nicht. So. Nein. Na komm. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich. Auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Ja. Matt, nerv nicht. So, ich speichere mal eben. Und speichere mal mit Kirigo. Bist du gut im Kämpfen? Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, lieber ein Bier rüber. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Bei Skelty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Okay. Na komm. Lass uns kämpfen. Folge Bist mir. Du bereit? Zusammen sind wir echt. Nerv nicht.
So. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Der hat genug. Versuch das nicht nochmal! Hallo? Ich will mal wissen, ob ich auch wieder aufgehoben werde. Deswegen, ich warte jetzt mal ein Sekündchen länger ab. Oder kann ich mich heilen oder so? Nee. Ah, ich stehe also doch auf. Oh. Okay. Dann waren die ganzen Male ja unbegründet, die ich... Was sagt denn überhaupt mein Lebensstand? Wahrscheinlich 1. Warum war mir das klar? Dann lade ich trotzdem. Und statt dass ich gegen ihn kämpfe, nehme ich lieber nur das Bier und dann war's das. Geh zur Seite! Ich fordere... Was? So. Okay, gib mir ein... Hier. Oh, danke. Schade. Ich werde zusehen, dass das... Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns... Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty meinst du. Aber wenn du ihm richtig imponierst, falls du immer... So. Sag mal, wo... Alter, der soll mich gerade nicht nerven. So. Lass dich auf jemanden. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. So, mal ganz kurz speichern. Einfach aus Prinzip, ihr wisst das. Auch wenn ich jetzt weiß, dass ich dann mit einem Leben aufstehe, ja. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist... Damit du ungeschoren davon kommst, du feiges Schwein. Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Warum überlagern sich gerade die Sätze? Lass mal überlegen. Vielleicht solltest du es auf einen Versuch ankommen lassen. Mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Wie wär's mit, deine Mutti treibt's mit Ziegen? Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriegen. Du weißt gar nichts über uns. Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Lass... Och, Matt, nicht jetzt. Er hat genug. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Okay. Hat auch nichts gebracht. Wir halten fest. Geh zur Seite. 2 von 3 sind schon mal nicht möglich. Du kannst in der Arena. Du kämpfst in... Ich wurde zu seiner... Du kämpfst in der... Ich wurde von... Zu seiner... Okay, irgendwie... Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Na denn. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Sag mal, warum werden gerade die Sätze alle überlagert? Das nervt gerade ein bisschen. Na egal.
Was ist das für eine Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Du kämpfst in der... Zu seiner Höhe. Okay, egal. Hast du ein... War doch klar, dass das Ärger gibt. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Ich brauche ja noch die Lernpunkte, ja. Gut, dann, daher wir hier nichts mehr erreichen können oder nichts mehr reißen können, werde ich, wie gesagt, erstmal versuchen, Moment, falsche Richtung, mich in der Trollhöhle zu beweisen. Also Trollhöhle in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine. Jackel, warum, was sucht Jackel denn da vorne? Der hat seinen Posten verlassen, quasi. Naja. Ist ja nicht mein Problem. Aber in voraussichtlich 10 Minuten muss ich sowieso erstmal einen Cut machen, also... Dann heißt es erstmal wieder massig Videos rendern und schneiden, Thumbnail fertig schustern und dann kann ich erst weitermachen mit... Ich glaube, dann ist Borderlands 2 dran wieder. Ach ja. Und Borderlands 1 muss ich übrigens nach Borderlands 2 nach dran anhängen, weil ich ja da die Nachträge, die ich erst gekriegt habe, die DLCs und somit nicht darauf vorbereitet war. So. Ich würde sagen, dann speichere ich hier nochmal. Erstmal rauslocken ist vielleicht eine Idee. Boah, Alter, ist eine Masse. Ja, ihr habt alle gerade wahrscheinlich schon laut geschrien von wegen, lad das Spiel jetzt neu, du Spaten. Ich bin halt einfach ein Vollspaten und renn rein, ey, das ist... Wie kam das denn jetzt? Total unerwartet. Ich muss einmal. Was war das jetzt? Also ganz ehrlich, das
War das jetzt dein Ernst? Ich gehe da rein und krieg direkt Instant-Schaden. Von 3. Nicht wie vorher so, ja, schön, dass du um uns herum rennst, wir schlagen gar nicht. Okay. Ihr kennt mich. Wenn etwas nicht klappt, gebe ich es auf. So, nein. Gut, da kann ich nichts reißen. Die Viecher weiter hinten kriege ich auch noch nicht platt. Dann versuche ich es nochmal beim neuen Lager irgendwo weiter hinten, ob ich da noch was machen kann. Obwohl doch, da gibt es ja noch eine Stelle, wo ich noch nicht war. Ich muss nochmal hier durch den Wald. Ist das das Einzige, was jetzt auf der Schnelle am nächsten dran ist, by the way. Spiel speichern. Wow. Die sind ganz schön schnell. Okay, das war dumm. Gut, dass ich vorher gespeichert habe und nicht danach. Okay, ich lade mal hier dran vorbei. Blick werfen. So. Ja, der hat einen Narren an mir gefressen. Weg, 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 weg. Hallo, was machst du denn? So, ich glaube von hier aus. Okay, ich verpiese mich hier. Huch. Weil ich spare mir lieber den Schattenläufer da. Weiter sauer zu machen. Gut. Okay, das war ja doch, weniger gefährlich, als ich dachte. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Ich riskiere lieber nicht. Oder doch, warte mal. Ich speichere noch einmal. Ich kann auch wieder auf Punkt 1 eigentlich speichern, weil ich ja mittlerweile ganz zufrieden mit dem Speicherstand bin. Das war total sinnbefreit, da ich erst die Keule ziehe, nachdem ich ankomme. So. Okay.
Okay. Das war mehr schlecht als recht, aber immerhin haben wir es geschafft. Einen davon. Ja komm, dann kann ich beide reinpfeifen, wenn ich das so da schon sehe. Und einen davon. Ja, sehr schön. Was sagt denn überhaupt mein Levelstand? Okay, mit dem nächsten würde ich aufleveln. Ja, dann, wisst ihr was? Kurz mal auf die Zeit gepfiffen. Oder so ähnlich. So, jetzt haben wir wieder Leerpunkte. Und ich glaube, dann setzen wir die auch mal ein. Und ich möchte dann ganz gerne mit dem Bogen lernen. Obwohl, was sagte er? Ich soll ja, soll ich allgemeine Fähigkeit lernen oder was? Ich soll Diebstahl lernen. Moment, Moment, da. Aufnahme im alten Lager. Fingers wird ein guter Wort für dich ein. Für mich einlegen, wenn ich einen Diebstahl lerne. Okay. Also, ich muss schon Fingers ansprechen. Ich will aber ganz gerne was mit dem Bogen machen. Ja, gut, dann war ich. Was dauert denn das nächste Level? Das nächste Level dauert 4000. Ja, allein schon dauert. Das nächste Level ist in 4000 EP erreicht. 4000 plus. Ja, YOLO. Dann ist es so. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Solange ich. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Erst mal abwarten. Das führt nicht ja, zu. Gut. Ja, wäre das ganz anders gelaufen. Wann, Fingersommer? Jetzt bin ich komplett raus, oder wie? Hä? Moment, jetzt bin ich echt gerade nicht mehr auf der Höhe. Okay, ich bin an ihnen vorbeigerannt. Ganz Gratulation an mich. So. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Vergiss es. Ohne dass du schleichen kannst, wirst du niemals ein geschickter Dieb. Achso. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavalon der bessere Mann für dich. Moment. Wo finde ich Kavalon? Er jagt in der Wildnis. In die. Gut, dann kann ich ja sowieso erstmal. Das machen. Ja, Pfeil und Bogen üben.
weil ich Kavalon finden soll. Gut, aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge weiter. Von daher mache ich jetzt hier einen kleinen Cut. Wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.